Jurassic Park 2 Making of. Colin zittert schon wieder. Ich bin inzwischen gar nicht mehr so negativ beim zweiten Teil eingestellt. Wenn ich den dritten Teil sehe, gefällt mir der zweite leider besser. Ey, was soll ich sagen? Was heißt denn leider? Es tut mir auch nicht leid. Ich finde den zweiten besser als Dominion. Wir legen jetzt los. Auf geht die Party. Hello, Claire. I'm Eli Mills. I work for Ben Lockwood. We met once. And the camera will start with you, so the camera is following you. Okay. So. No fences, no cages. Der Bayona übrigens, der Regisseur von diesem Film, ist ein Regisseur von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich jedem an Herz legen kann, der wirklich mal heulen will. Und zwar 7 Minuten nach Mitternacht auf Englisch, A Monster Calls. Saukrasser Film. Ich sag nicht, worum es geht. Ich hab's nicht kommen sehen und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Vom selben Regisseur wie Jurassic World 2, auch ein Grund, warum ich ein bisschen enttäuscht gewesen bin. Weil der kann mehr. Aber okay. Hier haben wir auch wieder Benjamin Lockwood übrigens. Benjamin Lockwood wurde im zweiten Film nur eingebaut, weil der Schauspieler von John Hammond schon tot war. Sonst hätten wir nämlich hier nochmal John Hammond dabei gehabt. Aber okay, deswegen kommt es so ein bisschen aus dem Arsch gezogen, dass er und John zusammen den Jurassic Park sich erdacht haben. Aber ey, es kann auch, ey, die können jetzt auch noch eine Vorgeschichte machen von John Hammond und dann erklären die uns, wie der den Lockwood kennengelernt hat und wie sich dann beide zerstritten haben und dann passt es. Die können mit dem Jurassic Universe können die geile Sachen machen. Mal gucken, was bei rauskommt. Just as Mother Nature intended. We will Mit ihr hier, mit der Nanny, gibt's auch noch eine Szene, die seht ihr jetzt gar nicht, ne? Weil der Chat im Weg ist. Chat, du bist im Weg. Die Nanny hier, die ist ja auf einmal weg im Film, ne? Irgendwann ist die einfach nicht mehr mit dabei und es gibt eine Deleted Scene von ihr, wo sie vom vom Indoraptor gefressen wird. Haben sie aber auch rausgenommen. Video ist ein bisschen zu leise, machen wir es ein bisschen lauter, alles klar. Aber du hörst die auch bei mir gerade sehr schlecht, weil das eben nur von der Kamera das Mikro anscheinend ist. Also du hörst jetzt nicht wirklich viel in dem Video. Generell nicht. You're gonna save them. No, Miss Deering. I'm going to save us. Aber die haben schon... Ich gehe mir gerade nochmal kurz zurück, die haben hier schon echt viele coole Requisiten genommen, oder? Meint ihr, die haben da wirklich echte Skelettteile bekommen von irgendeinem Museum oder sowas? Weil wäre das nicht leichter und auch günstiger, vielleicht sich die aus dem Museum auszuleihen, als die selber zu erstellen? Oder vielleicht war das hier schon in einem Museum? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Wann machst du eigentlich mit Dino Crisis weiter? Ey, eigentlich wollte ich heute noch einiges weitermachen, aber ich komme ja nicht in die Pötte, ey. Ich schwätze immer so lang. Wieso habe ich eigentlich keine Uhr auf irgendeinem meiner Geräte? 19.35 Uhr. Ja, das Ding ist halt, der Hund muss halt auch noch raus. Dann, ne? Spätestens um 20 Uhr, 20.30 Uhr wird es dann wieder eng. Mal gucken, ob wir noch so weit kommen. Ich muss auch noch das Island Attack weiterzocken. Wir verharren einfach zu lange. Und wie Colin Trevorrow es auch macht, gebe ich euch die Schuld daran. Den Zuschauern. Weil ihr das einfach nicht versteht. Haben die da gerade Becks stehen? Haben die da Becks stehen? Scheint so. Ich trinke ganz gerne Becks Gold. Nur mal so. Ich weiß, dass Becks Gold, da heißt es immer, ist kein richtiges Bier. Da muss ich halt wirklich mit aller Liebe sagen. Das sind immer so gigantische Kameras, die hier haben, ne? Heftig, was so ein Teil wohl kosten wird. Ey, da bist du locker mal bei 10.000 mit dabei oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar noch mehr. Habt ihr den Typ eben gerade im Hintergrund gesehen? Hier, der Typ. Der hat im ersten Jurassic World Film hat er mit Colin Trevorrow zusammengearbeitet, ne? Der denkt sich jetzt gerade, seit wann, wie der Regisseur hat... Der Regisseur hat Notizen? Was ist das? Der hat sich Gedanken darüber gemacht, was wir hier drehen. Was soll der Scheiß? Also vor 2 Jahren habe ich das noch nicht gemacht. Vor 2 Jahren, da haben wir einfach drauf losgedreht. Er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Was? Wie Notizen? Der hier neben auch so, zeig mir das mal. Das kann ich nicht glauben.
Ja, guck ich. Der daneben auch so. Alles ist voll begeistert. Das kann ja. Notizen für einen Film? Warum? A large concentration on the East Dock. Er ist ja auch in Jurassic World Dominion wieder mit dabei. Oh, meine Fratze ist schon wieder viel zu groß. Wartet. Franklin ist es, ne? Der ist auch in Jurassic World Dominion wieder mit dabei. Und ursprünglich wollten sie aber den Kerl aus Jurassic World 1 wiederholen mit diesem Jurassic Park T-Shirt. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat, aber ich meine, lasst mich hier nicht lügen, es hatte irgendwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Dass er nicht einreisen konnte oder nicht wollte, weil irgendwas war da, glaube ich. Aber eigentlich sollte in Jurassic World Dominion nicht Franklin vorkommen. Ich fand ihn auch nervig, aber er sollte eigentlich der Typ mit dem Jurassic Park T-Shirt kommen. Ich habe den Namen vergessen, aber den fand ich super geil. Der auch sogar selber sagt, in Jurassic Park war alles so authentisch und hier ist alles so... Also er spricht sogar das aus, was ich mir denke. Ich mag den. Without the tracking system? Pink and pink. B camera. Yeah, yeah. Habt ihr den Schrei gerade gehört? Pink and pink. Habt ihr das... Hört ihr den Schrei im Hintergrund? Wart mal. Das müsst ihr euch anhören. Und vorher gibt's noch so einen Schlag, als hätte sich gerade einer mit der Klobrille die Eier eingeklemmt. Aber auch niemand reagiert auf diesen Schrei. Ich glaube, sie hört's, aber sie bleibt einfach ganz cool. Achtung. Pink and pink. B-Camera. Yep. Get it. Thank you. Action. Ich finde es so krass, wenn man sich das mal vorstellt als Schauspieler, wenn du diese Kamera so direkt an deinem Gesicht hast. Und du musst es aber ignorieren. Du darfst ja nicht in die Kamera gucken. Du musst so tun, als wärst du in diesem Raum. Und du hast da überall Leute und Lichter und Kameras. Ich glaube, das ist so übertrieben schwierig, da in der Rolle zu bleiben. Heftig. Fixed it. Oh! Oh, stop fixing things. Owen's gone off on his own. Da merkt man aber auch, wie extrem diese Bereiche hier alle ausgeleuchtet sind und wie es am Ende im Film aussieht, ne? Also diese ganze Postproduktion von so Filmen ist halt nochmal wesentlich krasser, als man sich das wirklich vorstellt. Es sind hier mehr so einzelne kleine Clips, aber hier haben wir das Hobbit-Phänomen. Kennt ihr das Hobbit-Phänomen? Der Hobbit ist ja wirklich in Neuseeland gedreht worden. Und da gibt's auf der Extended Edition, auf dieser goldenen, in dieser goldenen Box, gibt's so extra Blu-Rays mit dem Making-of von der Hobbit. Und da seht ihr, wie ein Helikopter über Neuseeland wegfliegt mit so einer schönen Kamera und filmt das eben alles. Und dann denkst du dir, wie unfassbar schön das aussieht. Und dann zeigen sie, und so sah es nach der Post-Production aus. Und du denkst dir, jetzt sieht's auf einmal aus wie aus einem Videospiel. Weil die so einen Glanzfilter darüber kleben, damit das irgendwie alles so schön aussieht, obwohl es auch zum Teil dreckig ist. Und das haben sie hier anscheinend auch gemacht, weil das ist ja wirklich auf Hawaii, glaube ich, gedreht worden zum Großteil. Und der Wald sieht hier manchmal sehr, sehr glatt geleckt aus. Da haben die auch wieder mit diesem komischen Filter gearbeitet, schätze ich. Human femur bone. No big deal. Guys, clear. Mhm. Menschlicher Knochen. Sie guckt gerade in die Kamera rein. Die ist ganz abgelenkt, während er was erzählt. Die hört überhaupt nicht zu. Und er denkt auch an was ganz anderes gerade.
an was, der denkt auf jeden Fall an das, was er nach dem Feierabend macht. Trinke ich ein oder trinke ich zwei Maß? Das denkt er sich jetzt gerade. Hier sieht man jetzt, wie sie das mit diesen Gyrosphären gemacht haben. Und da habe ich mich wirklich gefragt, erstmal, war das so schwer, die selber fahren zu lassen? Von der Technik her müsste das eigentlich möglich sein. Und wie haben die denn das Ding hier rausgekeyt später? Ich kenne das so, dass diese Dinge, die eben dann später rausgekeyt werden, dass die halt grün sein müssen, wie ein Greenscreen, damit die rausgedingst werden können. Das Ding hier ist ja komplett aus Stahl einfach nur. Wie haben sie das denn hingekriegt? Also von der Technik her und vom Aufwand ist es schon krass. Das sag ich. Es kommt aus meinem Mund. Ich finde es trotzdem ein bisschen verschwendetes Potenzial. Aber auf jeden Fall super Leute in diesem Naturschutz. Unternehmen, die nicht die Arten wissen. Ja, gut, ja. Jurassic World, scheiß doch drauf. Das hier einfach so, auch so vom Film her, nur eben wesentlich schärfer, ohne noch diesen Glanzfilter draufzusetzen, würde doch viel geiler aussehen. Es hat so ein bisschen Jurassic Park 3 Look gerade, finde ich. Im Hintergrund so die Insel, die beiden halt so. Einfach mal so, wie es halt ist. Ist das Ding hier auch eine Kamera oder ist das wirklich nur ein Fernrohr? Ich wette, das ist auch eine Kamera, um irgendwas einzufangen. Um irgendwie zu gucken, wie eine Szene wirkt oder sowas. Ready and 3, 2, 1, Action! Damn. Es ist halt dumm, dieses Rumgeschrei ist so nervig einfach nur. Huch. Ach, die hören da sogar selber die Musik oder eine Musik bei. Damit die Emotionen besser rüberkommen. Das sieht so eine geile Szene aus Jurassic World 2, wo der Brachiosaurus, meine ich was, stirbt. Das ist ja dramatisch. Hat Jurassic World Dominion auch nicht drin. Sowas in der Art. Response to Michael's voice. Can you buy justice? Can you buy justice? Put your hand in here. Super coole animatronische Figur, finde ich geil. And then we see his hand. Okay, now the hand. Ich frage mich aber, man erfährt in irgendeinem Making-of, dass sie den T-Rex nochmal gebaut haben. Also Rexy wurde nochmal gebaut. Was ist denn mit den anderen animatronischen Puppen passiert? Ich dachte, die würden irgendwo stehen. Vielleicht laufen die auch einfach nicht mehr, weil die zu alt sind oder so. Ich weiß es nicht. Hand comes up, gives us a thumb up, Neil. Cut there, reset please. Als Schauspieler in einem Jurassic-Film bist du eigentlich auch nur mit Wegrennen beschäftigt, die ganze Zeit. Du rennst einfach nur um dein Leben. Aber ich find's cool, dass die auch so Geräusche einblenden im Hintergrund. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die während dem Film so Geräusche reinbauen. Er hier, hat mich auch mal jemand gefragt, woher man den noch kennen könnte. Er ist bei Marvel, Dr. Ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall von Captain America 1 ist er mit dabei. Und ist von Red Skull, der Gehilfe, und in Captain America 2 ist er auch nochmal mit dabei.
Good evening, girl. Please. We gotta show this thing to the buyers. Die Idee mit dem Keller ist halt wirklich Schwachsinn gewesen, ne? Mind your backs. Was ist das? Das ist der Dings hier, der Knochen von den Dominus, gell? Armin Sola, genau, das war der aus Captain America, danke. Was müssen die Leute auf Hawaii sich denken? Die schütteln nur mit dem Kopf, die decken sich. Jetzt geht das schon wieder los. Ich dachte, nach 2001 wäre das gegessen, das Thema. Get this to Mills. Hat sich eigentlich mal jemand von euch die Mühe gemacht und hat diese Codes hier drauf mal abgescannt, was da wirklich kommt? Wahrscheinlich die Website von Jurassic World, kann das sein? Programmable life is not the way of the future. It's what we do here every day. Nature has been cloning organisms for hundreds of millions of years. Compare the ancient abacus to today's supercomputers. That's how far InGen has progressed in the field of genetics. Tomorrow's InGen is actually right now. When Mesrani Global acquired our technology, it was a time when hardly anyone carried cell phones. The internet made a screeching sound when it connected. Pictures could take a minute or more to download. That was a completely different time, and we're a completely different company today. Scientific and technological advancement is accelerating at an exponential rate. We reinvent ourselves every cycle. That's what being tomorrow today is. Every facet of our process is revolutionary. With the Hammond XB20, we can decode the genome of any extinct creature in under an hour. No optics. No read length limitations, high throughputs, hundreds of trillions of calculations per second. The number of base pairs we can sequence in 1 hour is in the billions. How do we do it? Wouldn't our rival companies like to know? InGen is infinite possibility. The days of filling in the gaps of a dinosaur's genome with frog DNA are over. With the recent discovery that soft tissue preserved by iron chelators can produce gold mines of DNA, we can put the puzzle pieces together much faster than ever before. Combine that with all of the extractions that we have on our amber mines in Wyoming and Latvia, we're looking at a significantly large library of DNA samples. We're approaching 100% genome accuracy in dozens of species. And this is just step one in what we do. This is what's really exciting, genetic engineering, you know, designer life. It has innumerable applications across multiple platforms. It's not just knowing the sequence, it's knowing what each gene does. Isolating it, turning it on or off, deletion, insertion. Life is just a code. We're taking the code, and we're using it for practical applications. InGen isn't just about de-extinction. It's about deepening our connection with the natural world. You will see InGen's impact in medicine, agriculture, and defense. There are no limits to what we can learn from these animals. Which came first, the chicken or the egg? That question has been answered. Chickens evolved from egg-laying Maniraptor and theropods. There's no doubt the egg came first. It's time to move on to other questions. What comes next? So, wo ist der Maisie-Fanboy? Da hatten wir doch gestern jemanden da gehabt. Letztens. Merkst du aber echt mal, wie krass groß die Kleine einfach geworden ist, von Jurassic World 2 auf Jurassic World Dominion hin. Das waren 3 Jahre, bis der Film, die Zeitspanne zwischen den beiden Filmen. Das heißt, der Film wurde ja dann schon viel früher gedreht. Lass die vielleicht mal 2 Jahre älter sein. Die hat einen Schuss hingelegt. Okay, show me minimum focus. Okay. Worüber reden die beiden da gerade?
Wir haben hier Colin Trevorrow, da haben wir Colin Trevorrow, der gelangweilt schon mal guckt, wenn er ihm was erzählt und sich denkt, das ist mir scheißegal, ich höre eh nicht zu. Und dann haben wir einfach diesen Moment, wo er einfach so lacht. Ja. Drehbuch. Stell dir mal vor, die benutzen hier ein Drehbuch. Ja. Und jetzt macht er auch noch gleich so, wir machen das nicht. Nee, Achtung. Ach, Drehbuch, ja. Wir machen das nicht. Na, scheiß drauf. Halt drauf, Digga. So hätte ich ihren Malcolm wesentlich lieber gesehen in Dominion mit dem schönen Vollbart. Der ist auch hier von der Person her anders als in Jurassic World Dominion. Obwohl der hier nur so ganz kurz vorkommt, hat er hier eine ganz andere Ausstrahlung als in Dominion später. Er nickt einfach hier. Er denkt sich einfach, ja, Mann. Wenn ich authentisch nicke, ist das jetzt mein Sprungbrett nach Hollywood, ey. In any case, Senator, to answer your question. Ja. I, of course, think that we should allow our beautiful dinosaurs to be taken out by the volcano. Der sieht einfach so viel markanter aus mit dem Bart. Ja, das sind hier alles nur so einzelne Schnipsel. Ich meine, ich habe da jetzt mehr so ein richtiges Making-of eigentlich erwartet. Ich guck mal, wenn das von Dominion jetzt auch so ist, dann gucken wir uns das aber nicht an, oder? Ich finde das ein bisschen... Making-of ist für mich, wo auch noch eine Stimme aus dem Off so ein bisschen was darüber erzählt. Sau detailverliebt, der Raum übrigens, finde ich super geil. Und ja, der T-Rex schreit hier, obwohl eigentlich der Indoraptor da ist. Aber ich denke mal, die haben immer denselben Schrei für alle Szenen einfach genommen, damit die Schauspieler eben wussten, wann sie was machen müssen oder wann was passiert in der Szene. Wisst ihr, was das hier für eine Stelle ist? Ratet mal, was das hier für eine Stelle im Film ist. Wofür das Set hier da ist. Ja. Nee, nicht das Dach. Papa Carter. hat recht damit, was er sagt. Die Klippe. Boah, wird es Bock machen. Das muss so richtig viel Spaß machen. Ich würde die Szene einfach ständig verkacken, damit ich das immer wieder machen kann, so die ganzen Tag lang. Ready. And 3, 2, 1, Action. Ah, jetzt haben wir. So, what did you think of that video now? Ja, das Video war jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Da hätte ich jetzt mehr noch irgendwie so eine Stimme aus dem Off ganz gern mal gehabt, die noch so ein bisschen was erzählt auch, ne? Dass man das halt ein bisschen wenigstens auch begleitet, das Ganze. Ich schau mal, was in der anderen, im anderen Making-of so drin ist.